und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute reden wir mal über Sport und ja, wieso eigentlich Sport so wichtig ist und wieso man eigentlich Sport machen sollte. Aber bevor wir eigentlich mit dem Video anfangen, möchte ich erstmal den heutigen Sponsor kurz vorstellen von unserem heutigen Video. Den ersten Sponsor somit. Das ist nämlich hier der Sponsor von diesen Handschuhen. Das ist Greeberly, glaube ich, spricht man das aus. Greeberly oder irgendwie so. Ich werde einfach den Link zu diesem Produkt in die Videobeschreibung packen. Das ist einfach ein normaler Fitnesshandschuh, den man einfach so ganz normal anziehen kann. Also so ähnlich wie eine Bandage halt, ne? Und dann macht man das einmal hier rum und dann hat man einen sehr, sehr starken Grip. Also muss man schon sagen, das sitzt auch sehr eng. Man kann es auch natürlich noch enger machen. Man sieht ja, das ist sehr, sehr lang. Ob halt jemand irgendwie so ein dickeres Handgelenk hat. Aber der sitzt sehr, sehr gut. Und also beim ersten Mal ist er vielleicht nicht ganz so bequem, aber je öfter man damit trainiert, desto bequemer und desto bequemer wird der Handschuh. Und genau, der hilft auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel beim Krafttraining, wenn man, oder Calisthenics auch. Also wenn, vor allem beim Krafttraining, wenn man jetzt diese ganzen dicken Stangen hebt, ist es auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, weil man hat einen sehr, sehr krassen Druck auf der Hand. Das ist dann meistens in diesem Bereich hier. Wenn man diese, zum Beispiel beim Bankdrücken, ne, da hat man direkt immer hier in diesem Bereich immer sehr, sehr starken Druck. Und durch diese Handschuhe hat man erstmal einen besseren Grip bei der Stange. Und der Druck wird nicht allzu kräftig, wie wenn man ohne Handschuhe trainieren würde. Dadurch kann man halt auch ein bisschen mehr drücken und auch ein bisschen länger drücken. Das heißt, man kann im Endeffekt verbessert es auch leicht die Performance. Ich würde jetzt nicht sagen, man kann auf einmal 20 Kilo mehr drücken. Aber so, man kann vielleicht ein, zwei Wiederholungen mehr machen, dann auf jeden Fall. Und was man auch dadurch verhindert, ist auf jeden Fall diese Hornhautbildung hier an diesen Händen. Also hier in dem Bereich bei den Händen halt. Da bilden sich halt so Bläschen so mäßig. Und das geht dann manchmal auf. Und das ist, es ist jetzt nicht irgendwie blöd oder scheiße für die Leute, die noch nie irgendwie Fitness gemacht haben. Aber es bildet sich halt, falls sich jemand dann wundert, weil er hat keinen Bock drauf hat, dann sind diese Handschuhe auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und aber auch beim Calisthenics, da hat man halt auch besseren Grip, man kennt das ja, man rutscht quasi ab, weil man kann eigentlich noch, aber weil man keinen Grip hat, wegen den Händen rutscht man so ein bisschen ab und durch diese Handschuhe hat man einen besseren Grip. Ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, also sowohl auch im Outdoor-Fitness, aber auch im Indoor-Fitness bringt das auf jeden Fall sehr viel und würde es auch jeden irgendwie ans Herz legen, wenn er ja irgendwie mit Fitness anfangen möchte und sich denkt, okay, ich habe ein bisschen Geld da, möchte irgendwie ja in Ausrüstung, sage ich mal. Es ist kein Muss, es ist auch kein Muss, sage ich auch ehrlich und offen so mit euch. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn man ja da solche Sachen verändern möchte oder auch generell besseren Grip haben möchte, wenn man sich mit diesen Stangen da jetzt nicht so allzu wohl fühlt. Zumal es gibt auch manchmal so Stangen, die sind sehr, sehr rau, das haben wir auch mal manchen. Und deswegen bevorzuge ich generell immer so Stangen, wo die auch so Gummigriffe haben. Das gibt es ja auch manchmal bei manchen Geräten, da hat man dann so einen Gummigriff. Und aber man kann auch switchen zwischen Gummi und Metallgriff und ich bevorzuge immer den Gummigriff, weil der halt einfach bequemer auf der Hand ist. Kommen wir aber jetzt mal zurück zu dem eigentlichen Thema. Man denkt sich ja immer so, wenn man so draußen rumläuft, man sieht Leute, die sind, ja, sag ich mal, pummelig, dick, fett. Sagen wir es einmal, wie es ist, ne? Die sind einfach fett, okay? Und ich frage mich dann manchmal bei diesen Leuten, nicht, ob die sich schämen, aber kümmern die sich nicht irgendwie um ihre Gesundheit? Es kann natürlich auch irgendwie Krankheiten natürlich auch geben, dass man da irgendwie dick wird, ne? Das gibt es ja auch. Aber es gibt auch viele, die das ja einfach keinen Wert drauf legen. Obwohl es eigentlich schon sehr wichtig ist, dass man, ich meine, man muss nicht aussehen wie, keine Ahnung, Herkules oder so. Oder so einen Adonis-Körper haben, ne? Oder so einen Bodybuilder. Das sage ich nicht. Aber ich finde, man sollte zumindest persönlich auf seinen Körper so achten, dass man ja so leicht athletisch ist. Weil es ist immer besser, wenn man leicht athletisch ist. In jeder Hinsicht ist es ein Pluspunkt, sage ich mal. Und es zeigt auch, dass man selbst Kontrolle hat, auch vor allem bezüglich des Essens. Man kann, wenn man nicht Sport treibt, der achtet nicht darauf, was er isst. Der isst einfach, was er will. Er achtet nicht wirklich stark darauf und hat da irgendwie keine Selbstbeherrschung beim Essen. Jemand, der Sport treibt, ist da eigentlich in der Regel nicht immer so, natürlich Leute, die Sport treiben und trotzdem einfach das essen, was sie wollen. Aber dadurch halt einen Ausgleich haben. Wir haben einen Ausgleich dadurch, dass sie den Sport treiben, aber können dann halt auch die ein oder andere Süßigkeit einfach so erlauben. Ne? Oder einfach ihren gewöhnlichen Essensziel beibehalten und dann auch Sport treiben, damit die halt einen Ausgleich haben. Ne? Das geht ja auch.
Aber es gibt, in der Regel ist es aber so, dass viele Sportler dann auch ihre, ja, wie sagt man jetzt, Ziele, ne? Die haben ja meistens Ziele, wenn die Sport treiben oder möchten weitere Erfolge haben im Sport. Die möchten bessere Ergebnisse haben, genau das war das Wort, das ich gesucht habe. Und dadurch achten die dann halt auch auf die Ernährung, weil früher oder später muss man halt auf die Ernährung achten. Und dann fangen die halt einfach an, vielleicht abends nichts mehr zu essen. Die fangen an, irgendwie mehr Proteine zu sich zu nehmen. Die achten darauf, weniger Zucker zu sich zu nehmen. Und ja, da achten die dann halt ein bisschen mehr darauf. Ne? Vor allem auch Profisportler, die achten ja sowieso richtig stark darauf. Aber auch generell Amateursportler, die dann irgendwie Gewicht machen müssen, achten ja auch darauf. Also grundsätzlich, natürlich ist es beim Profibereich dann wieder so stark, dass es wieder nicht so gut ist vielleicht. Aber ich denke, ihr versteht meinen Punkt. Aber auch generell, wenn man jetzt irgendwie, sage ich mal, jetzt irgendwie sich irgendwo arbeiten geht und irgendwie ja, übermäßig dick ist, es macht halt auch keinen schönen Eindruck, sage ich mal so. Ne? Muss man halt ehrlicherweise sagen. Man kann nicht einfach erwarten, dass man, wenn man fett ist, irgendwie einen schönen Eindruck macht, oder? Ich meine, man könnte jetzt irgendwie sagen, Bodyshaming hier und da, aber what the fuck? Nein, man sollte es einfach straight in die Face zeigen. Wenn jemand, wenn man fett ist, dann zeigt man auch, dass man faul ist, dass man sich nicht bewegen möchte. Und wir sind ja Menschen, wir sollten schon uns bewegen, wir sollten rausgehen und Sport treiben, weil das ist auch gut für unsere Gesundheit. Und jemand, der dick ist und ja, sich kaum bewegt, das ist auch nicht gut für seine Gesundheit, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und das macht halt auch keinen guten Eindruck. Und die Leute, ich meine, klar, die Leute werden auch, versuchen auch die Leute nicht darauf, also die Leute, die nicht so dick sind, werden auch die dicke Person halt nicht darauf ansprechen, hey, willst du nicht was gegen dein Gewicht machen? Außer es sind Leute in seinem Familienkreis oder Bekanntenkreis, die würden ihn eher darauf, oder die Person eher darauf ansprechen. Aber grundsätzlich, naja, wird man halt nicht darauf angesprochen. Und das wird einfach so, genau, einfach toleriert oder angenommen oder akzeptiert, sage ich mal. Obwohl man das eigentlich, ja, direkt ansprechen sollte. Ich meine, man sollte jetzt nicht in die Stadt gehen und irgendwie auf immer die direkten Leute, diese ganzen dicken Leute irgendwie beleidigen und so oder fertig machen oder sagen, ey, geh mal trainieren und so. So meine ich das natürlich nicht. Aber sagen wir mal, jetzt jemand ist in deinem Arbeitsumfeld und du sagst ihm einfach ganz nett, ey, Bro, willst du nicht mal irgendwie was ja, an deinem Gewicht machen? Das ist doch nicht so gesund. Und wenn er halt damit cool ist, dann okay, dann ist das halt seine Sache, ne? Aber ich finde persönlich, man sollte immer irgendwie Sport treiben. Zumindest sollte man irgendwie dann spazieren gehen, wenn man wirklich auf gar keinen Sport irgendwie Lust hat. Aber es gibt ja wirklich haufenweise Sport. Es gibt Volleyball, Tennis, Tischtennis, Fußball, Basketball, Kampfsportarten jeglicher Art und Weise. Es gibt das Fitnessstudio, also das normale Krafttraining, Calisthenics, Joggen. Es gibt so viele Sportarten. Deswegen, sogar Fahrradfahren wäre auch noch eine Möglichkeit, ne? Es gibt so viele Sportarten und ich denke, da ist auf jeden Fall für irgendwie irgendetwas dabei. Und ja, ich finde es halt so schade, wenn Leute irgendwie nicht auf ihr Gewicht achten oder beziehungsweise gar nicht auf ihren Körper schauen halt, ne? Weil der Körper präsentiert sich ja quasi in dieser Gesellschaft. Natürlich sagt man jetzt, könnte man jetzt wieder sagen, ja, man wird dann in der Gesellschaft das Opfer, weil man irgendwie sich da unter Druck setzt und man irgendwie allen gefällt. Darum geht es aber gar nicht. Es geht einfach um das reine Gewicht. Ne? Man kann auch den besten Körper der Welt haben, aber ein Gesicht wie, keine Ahnung, Mann. Freddy Krüger oder so, ja, keine Ahnung. ja, auf jeden Fall, ihr versteht, was ich meine. Ne? Hoffe ich mal. Weil es ist da, denke ich mal, kein Vorwurf, wenn ich sage, Leuten, macht Sport. Das ist auf jeden Fall was. Das ist auch keine Intention von mir, dass ich irgendwie was Schlechtes für diese Menschen möchte, sondern ich will was Gutes für diese Leute. Und deswegen sage ich ja auch, macht Sport. Und das ist auch, das fördert ja auch deine seelische und geistige Kraft. So. Also deine Seele und dein Geist wird auch dadurch gestärkt. Deine Motivation, Dinge überhaupt zu machen, wird auch besser. Wenn man den ganzen Tag nur rumsitzt, dann wird man auch generell auch in dem Mindset, dass man fauler wird. Und dann hat man auch weniger Bock, überhaupt irgendwas zu machen. Und genau, ja. Das war's eigentlich mit dem Video von meiner Seite aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Sport treibt. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Sport treibt. Was sind eure Lieblingssportarten? Und ob ihr auch irgendwie Sportarten verfolgt, also Profisportarten. Würde mich auch auf jeden Fall interessieren. In dem Wort, da ein bisschen nichts von. Und ach ja, vergiss nicht. In der Videobeschreibung ist der Link zu den Handschuhen. Falls ihr diese Handschuhe haben wollt, checkt den Link. Haut rein. Ciao.